Willkommen zurück zu einer weiteren mystisch-magischen Folge Wukong. Freut mich, dass du da draußen wieder mystisch-magisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Mann, Buddha, du liegst ja immer noch hier rum. Du kleiner Vogel, du. Es geht weiter, bewerten, kommentieren. Das gucken eh nur noch irgendwie die Elite-Menschen zu. Das ist immer das Traurige an längeren Let's Plays und wenn man sich dann halt auch wirklich Zeit lässt mit dem Spiel, die Leute, die haben keine Zeit. Die haben keine Zeit. Sagen, ey, keine Zeit, Wukong, ich bin schon dabei, Space Marine 2 durchzuspielen, du Lelekies. Too slow, nennt man mich mittlerweile, Mr. Too slow. Moment, über die Brücke bin ich nicht gegangen. Ich bin hier lang gegangen. Ja, immer wenn man das Spiel beendet, dann landet man bei dem letzten Schrein. So, hier bin ich lang. Hier bin ich runter. Der Point of No Return. Jetzt gucken wir uns da mal um. Wir können hier jederzeit zurück. Gegner sollten keine sein, denn ich bin nicht zum Rasten da gewesen. Und spawnt da auch wirklich nichts nach, selbst wenn man das Spiel neu startet. Es sieht so aus, als könnte man da runterspringen, aber ich glaube nicht, dass man es überleben würde. Weil wir wissen ja, es gibt Fallschaden und der tut ganz schön Aua. Boah, er visiert irgendwas völlig anderes an. Igitt. Ey, ihr kleinen, widerlichen Superspinnen. Das sieht so aus, als würde hier gleich wieder ein Boss angewackelt kommen. Oh, ich habe wieder diesen... Ich habe immer noch diesen Käfer drin. Die Kellerassel des Grauens. Den ich ja nicht so geil finde. Der Rollkäfer. Boah, ist das Pfuibä. Oh, was sind das denn für welche? Oh nein, irgendwelche fliegenden welche, die gar nicht so schlimm sind. Hab's mir schlimmer vorgestellt. Aber die sehen cool aus. Alter, sehen die cool aus. Ach, jetzt sind es wieder zwei. Oh, die ganze Höhle ist voll mit... Ich finde das so ätzend, wenn Gegner fliegen. Das ist mal grauenhaft. Okay, ich komme runter, überredet. You like to party, you like to dance? Dann machen wir Party and Dance. Warum geht das nicht? Jetzt. Okay, das Ding ist kacke. Wow. Wow. Wow, Alter, hier unten ist ja die Hölle los. Alter, hier unten ist richtig hart von... Nee, nee, nee. Wow. Einfach 20 Gegner da unten. Auf engstem Raum. Hast ja wirklich gar keine Chance. Das war eine miese Nummer. Hm. Vielleicht sollte ich jetzt mal über die Brücke gehen. Gucken, was da ist. Ey, ich muss diesen Rollkäfer rausnehmen. Der ist Schmutz. Tja, das Menü hat auch schon mal schneller geladen. Grauenhaft, das Ding. Ist immer noch der Beste. Abstand finde ich ihn am geilsten. Was kann der hier? Kein Effekt. Da muss er ja richtig stark sein. Kann nichts. Kein Effekt. So, jetzt habe ich hier wieder meine kritische Klinge. Einfach richtig und wichtig. Vorsicht, blumps mir jetzt ja nicht nach unten. So, jetzt muss ich... Hier, und wo war die Brücke? Da, und dann...
Hier gibt's auch keinen Weg zurück. Boah, die Brücke sieht ekelhaft aus, ne? Na, bis jetzt auf jeden Fall Game of the Year. Mal gucken, wie Space Marines 2 wird. Ich war ja einer der wenigen, die immer die Fahne für Space Marines 1 hochgehalten hat. Let's Play dazu findet ihr auf dem Kanal, falls ihr sagt, ey, ich will das endlich mal nachholen. Ich glaube nicht, dass die Story so wahnsinnig relevant ist. Wäre nämlich, glaube ich, keine gute Idee, wenn sie da zu viel Bedeutung mitnehmen würden, weil ich glaube, die wenigsten haben Space Marines 1 gespielt. Also. Und dann ist es auch schon wieder 10 Jahre. Ach, wann kam das raus? 2011? Ein sehr altes Spiel. Das waren noch Xbox 360 und PlayStation 3 Zeiten. Oh, oh Gott, nein. Du musst da durch und... Oh, ekelhaft. Ich glaube, ich mache mich einfach unsichtbar. Weil er springt ja wirklich direkt beim Schlagen runter. Da ist ja überhaupt gar keine Unterstützung, dass er nicht sofort runterplumpst. Ich mache mich einfach unsichtbar und lauf durch. Das hältst du ja nicht aus. Ja, also ich glaube, die wenigsten kennen die Story von Space Marine 1. War die komplex? Es geht. Es geht. Also, Titus ist natürlich Main Character. Man hat gegen die Orks gekämpft. Und später auch gegen Chaos. Bin ich ein Fachmann für Warhammer? Großer Gott, nein, weil Warhammer sehr komplex ist und es gibt auch sehr dicke Romane. Ich habe eins oder zwei davon sogar gelesen. Das ist aber 2003, also schon sehr lange her. Ja, schon locker 20 Jahre, bisschen mehr als 20 Jahre her, wo ich das gelesen habe. Weil ich habe mal Warhammer gespielt. Ich habe angefangen, das zu spielen. Ja, so mit 16, so die Richtung. Da war ich damals in... Na, vielleicht war... Nee, ich war jünger. Ich war sogar jünger. Vielleicht 14 eher. Da war ich damals in Darmstadt, glaube ich, war das. Darmstadt oder Karlsruhe. War ich in so einem Game Workshop. Und fand das total krass, ne? Also, boah, was ist das? Guckt euch das an und wie gut das aussieht. Da war dann in der Vitrine des Ladens natürlich... perfekt bemalte Figuren. Da wusste ich noch nicht, dass man die selber bemalen muss. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch unklar. Wenn ich einfach durchlaufen muss. Sonst bist ja, ist ja unmöglich. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass man die selber bemalen muss. Die sahen natürlich unglaublich geil aus, ne? Also Warhammer hat ein Mega-Design, was seine Figuren angeht. Dann habe ich mir dieses Starter-Set geholt. Warhammer 40k, das war super teuer. Ich hatte noch ein typisches Gespräch mit meinem Vater, der mich mehrfach gefragt hat, willst du dafür wirklich dein Erspartes ausgeben? Weil das war irgendwie so um die Weihnachtszeit rum. Wo wir nach tollen Sachen gesucht haben, wie man sein Geld unter die Leute bringen kann. Und ich habe gesagt, ja, will ich. Da war da so ein, ich glaube, der war rot, so ein roter Zollstab drin. Und mein Vater hat gemeint, was ist da alles drin? Linear und Zollstab und ein Riesenwälzer, ne? Das Beginnerbuch, ein Riesenbrecher war das. Habe ich alles noch daheim? Bei meinen Eltern? Und ja, so habe ich das gemerkt, ne? Warhammer angefangen. Damals mit einem Kumpel aus der Schule, der hat sich das dann aufgeholt. Und ich sag euch, wie es ist. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht ein Warhammer-Match gespielt. Ich habe nur Figuren beklebt, bemalt und Platten gebaut. Schlachtfelder. Das hat unglaublich Spaß gemacht, diese Schlachtfelder zu bauen. Damals mit einem Kumpel, neben seinem Vater, sind wir dann ins Bauhaus, haben uns so eine Brettspannplatte geholt. Dann in Eisenbahnwarenladen für Moos und Farben und alles. Dann haben wir die Dinger gebaut hier. Ey, ist ultra stark, die Gegner. Was ist denn da los? Bin ich jetzt gelandet? Vielleicht hätte ich erstmal zu
den Girls gehen sollen zur Hochzeit. Es gibt's nicht. Chance. Schlimmer als Bosse. Uff. Ja, das war mein erster Kontakt mit Warhammer. Bis ich das wirklich mal gespielt habe, boah. Es war dann erst, keine Ahnung, 10 Jahre später. Wo ich dann wieder Kontakt dazu hatte, wo ich dann halt... Ich bin ja immer so ein Mensch, ich hab dann wieder ein bisschen Freizeit. Weil natürlich kommt immer das Leben dazwischen, Schule und Arbeiten und so weiter und so fort. Dann habe ich wieder angefangen. Und dann habe ich es auch mal gespielt. Ich habe Freunde, die haben einen Club und spielen das Ding rauf und runter, Warhammer. Aber ich bin nicht im Club, weil ich dafür einfach nicht Zeit habe. Und das Geld ist scheiße teuer. Obwohl es geht eigentlich. Das habe ich auf eBay, kannst du wirklich gute Armeen für moderaten Preise bekommen, die komplett fertiggestellt sind. Also wenn du jetzt sagst, ey, ich habe überhaupt gar keinen Nerv mehr, die Dinger zu bemalen und alles. Was ist das hier? Das sieht aus wie Särge, ne? Das sind die Kisten in XXL. Nur ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. I have no idea. Warhammer ist immer noch so ein Franchise, was halt extrem unverbraucht ist, ne? Es gibt da einfach für Filmenthusiasten und so nichts. Und dabei ist Warhammer so ein Ding, was so viele inspiriert hat. Ist ja auch schon wieder ein uraltes Franchise. Hat so viel inspiriert und es ist auf einer Stufe mit Dungeons & Dragons, finde ich. Who are you? Oh, diese Skorpione sehen geil aus. Heftig geil aus. Ich bin schon wieder vergiftet? Muss ihn nur berühren und ist vergiftet? Irgendjemand schießt auf mich. Ach, wieder da oben. Was hat sich denn dabei gedacht? Überall giftspuckende Pisser hinzustellen. Oh nö! Na, what? Alter! Wow, ist schon wieder eine Armee. Kann ich mich bitte heilen? Komm. Ich brauchte meine Gang. Gegen eine Armee hilft nur eine Armee, ne? Marionettenzecke. Ach, das ist eine Zecke hinten drauf. Die saugt. Ich glaube, ich heile mich nochmal. Ob der Skorpion dann nochmal da ist?
Also der ist auf jeden Fall nicht mehr da, der blaue. Deswegen würde es sich, glaube ich, ganz gut anbieten und lohnen. For what deed must his head be hung for all to see? For what deed must the waters they govern roam free? For what deed must all matters not known how to be? For what deed must mercy's hand so woe upon thee? Und geht's auch weiter? For what deed must the yellow one to the shrine flee? In the air they see, to the earth they bring, with snowflakes cling, spirit they wear thin. Also Skorpion ist weg, Schütze steht da oben rum und pimmelt rum. Und die Zeckenbuckler sind auch weg. Außer die zwei kleinen Ads. Und die Spider-Bobs. Oh, dieses Zuspinnen-Nerv. Der Giftschaden ist so bitterböse. Kann man da runter? Es ist halt so dark, ne? Du siehst halt nichts. It's getting dark to see. An Heaven's Door knock ich nicht. Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Hey, hey. For what deed? Ey, sagt ihr das jedes Mal, wenn ich hierher komme? For all to see. For what deed must the waters they govern roam free? For what deed must all matters not known how to be? For what deed must mercy's hand so woe upon thee? For all his foresight, Yuan the sign teller could never have known that. I've hidden upon his garb as a pattern. Our sire gave his life to pave the way for the journey. And not a day passes that we do not yearn to avenge him. Yet every day we find ourselves adrift without a home to call our own. I'll kill you to unbind our destinies. Finde ich nicht so gut. Oh, der ist Taco. Ein großes Äffchen. Ein großes böses Äffchen. Alter, der Affe ist hardcore, ne? Autsch. Du bist also ein Long. Lalalala Long. Alright. Alright. Uff. Hat mich gewickelt. Der kann was. Mr. Long. Die Longs sind fies unterwegs. Die können was. Gelber Long. Der erste Longprinz. Der Gelbe herrscht über den Huai-Fluss. Die Familie Lang. Relief des gefallenen Long. Ei, oh, let's go. Oh.
Gute Arbeit. Nein! Oh, das ist schade. Macht jetzt gerade gar keinen Schaden, ne? Schade. Ja, dagegen macht super viel Schaden. Alter, diese Endlos-Kombos, die der raushaut. Was ist der jetzt? Oh, der hört ja gar nicht auf. Schade. Wow. So, Zalinski schnell, ne? Oh mein Gott! Oh! Ey, ich hätte keine Ausdauer mehr. Alter, ist der schnell am Ende. Hätte nur meine Verwandlung da gehittet, wäre ganz gut gewesen. Hätte ich halt nochmal schön Damage reingemacht. Der ist ja echt super schnell. So verflucht schnell. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Mehr Leben, glaube ich. Ajo, gib her. Let's go! Habe ich ihn wieder nicht getroffen? Ah. Guckt euch das an, was da für endlos Kombos gemacht werden. Wow. Alter. Alles drauf, was geht, ne? Uff. Gar keine Chance. Jetzt mach doch mal einen Punkt. Warum ist denn die Phase so asozial? Er dreht halt direkt die Was? Alter, er dreht ja komplett hohl. Der ist richtig, richtig der üble Bro. Ja, ich würde sagen, wir brauchen uns was, oder? Das hier.
Das hier. Erstmal hier ein bisschen Damage rein. So, Mr. Long. Hallo. Affengang, go. Ja. Affengang, weiter. Ah. Ich glaube, die Buffs zählen auch für die Elfchen. Kann das sein? Das macht irgendwie schon was aus. Alter, mit dem Schwanz hat er mich getroffen, aber was da hinten runterbaumelt. Jetzt entspann dich. Bam! Bam! Gib jetzt nicht. Sag nicht, der will es hier nochmal wissen. Alter, was war das denn? Nein, 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 der hat nichts und ich komme nicht auf die Beine. Das gibt's nicht. Nein, der... Leck mich am Ärmel. Wirklich jetzt? Leute, der hatte nichts und ich konnte nicht weg. Ich konnte nicht heilen. Oh Gott. Ich sag ja, diese zweite Phase, wenn er sich da erstmal reingezeckt hat, ist der so asozial. Habe ich länger für einen Boss gebraucht als für den? Also er ist zum ersten Mal wieder eine Herausforderung. Der fünfte Versuch. Für Meister Long. Meister Long Ding Dong. Rasiert rein, Jungs. Als weiter, als weiter, als weiter. Da hängt jetzt eine Ecke. Dreht er gleich wieder durch, ha? Komm schon. Gibt's doch nicht. Warum ist er denn jetzt so übel? Eingefroren. Bitte, please. Komm schon! Oh, ey, dem darfst du echt keine Verschnaufspause geben. Dem musst du die Ecke prügeln und dann drauf. Osiris' head was hung when he defied the celestial court. We dreaded the Jade Emperor's wrath and pleaded with Master Yuan to help us abscond from our waters. But he warned us, we might hide for a time, but not forever. In the end, someone will come to claim our lives. He had more to say,
Sires to sons, we are destined to die for the righteous cause. I trust him, yet I won't obey. May your path not once more be a mere thread in their grand design. Three of your brothers have been claimed. If not now, when will you reunite? Destiny repeats itself, always. Why not cast the die once more? Episch. Einfach nur episch. Masterpiece Game to the max. Boah, geil, Kuhnstahl bekommen. Geisteskern und Goldstreif, Zauber. Donner, goldener Donner des Blitzes. Geschenk, ein tödlicher Tanz, grausam und gelenk. Verwandelt den Auserkoren in den gelben Long, der immun gegen Schock ist und Gegner durchschauen kann. Jeder Angriff belegt Gegner mit Donnerflügeln. Klingt geil. Das klingt ziemlich sexy. Gut, und eine Longperle haben wir auch noch bekommen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Hier geht's nicht runter, nee. War das ein Fehler, hier runter zu springen? Nein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Ich glaube, hier ist jetzt auch Ende. Wir waren da hinten. Wir waren hier. Ich glaube, das ist einfach nur so ein kleiner Long-Abschnitt gewesen. Ja, bewerten, kommentieren. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss!